Vor 68 Jahren befreiten amerikanische Soldaten die Insassen des Konzentrationslagers Wörbelin. Die Nazis hatten es wenige Wochen vor Kriegsende eiligst errichtet. Nach nur 10 Wochen war jeder fünfte der 5000 Inhaftierten aufgrund der katastrophalen Bedingungen und Misshandlungen ums Leben gekommen. Erinnerung an diese Tragödien ist vor allem durch Überlebende und Bürger möglich, die sich jedes Jahr zu Gedenkveranstaltungen zusammenfinden. Darunter immer mehr Gäste aus der Slowakei, den USA, Polen und den Niederlanden. Und Erich Kari aus Ludwigslust, der sein Leben dem Erinnern verschrieben hat. Dem letzten großen Transport der 7 Tage von Auschwitz nach Dora. Das ist dort das KZ unter Tare, V-Waffen 1, 2, Harz ging, waren wir nur noch aufgrund der Umstände ganz wenige Waggon. Die Toten wurden dann runtergeworfen, auf einen anderen Waggon gelegt und so weiter. Und hat ein Häftling zum Ausdruck gebracht. Vielleicht waren wir 10 oder 12, ich weiß es nicht mehr. Ja, wer dieses überstehen sollte, sollte die Pflicht haben, der Menschheit zu sagen, was Menschen mit Menschen gemacht haben. Nach Wörbelin wurden viele Häftlinge aus Frankreich und Holland deportiert, unter ihnen 13 der 600 Männer aus dem niederländischen Dorf Pütten, wo 1944 ein Anschlag auf einen Wehrmachtsoffizier durchgeführt wurde. Überlebende aus den Niederlanden und Angehörige, die sich wie Erich Kari als Zeitzeugen zur Verfügung stellten, wurden zu Mitstreitern für eine gemeinsame Sache. Das sind alles Dinge, die man ja nie vergessen kann. Ich sage mal, sie sind im Rucksack und versuche durch die Zeitzeugenarbeit, hauptsächlich ja mit jungen Menschen, mit Schülern, aber jeder andere, der auch das wissen möchte, dies weiterzugeben, um aus der ganzen damaligen Situation nach wie vor Lehren zu ziehen. Für sein Engagement übergab der Bürgermeister von Pütten dem Ludwigsluster nun den holländischen Ritterorden. 2 holländische Ex-Häftlinge, zu denen Erich Kari regelmäßig Kontakt hat, hatten dies initiiert. Zeitzeugenarbeit ist eine Herzenssache. Und wenn ich sage, ich mache es so lange, ich mache es ehrenamtlich, das ist eine Verpflichtung. Aber ich brauche nicht unbedingt Auszeichnungen jeder Höhe. Ich mache es eben aus den Erfahrungen aus dem Herzen heraus. Ja? Freue mich, dass ich anerkannt werde dabei. Gottesdienste, Kranzniederlegungen und Gespräche der Zeitzeugen mit Schülern aus der Region. Die internationale Begegnung der Generationen hat viele Facetten. Erich Kari und die anderen Gäste werden ihre Erlebnisse im April und Mai 1945 mit oder ohne dieses Gedenken nie vergessen. Doch es naht eine Zeit, in der diese letzten Zeitzeugen nicht mehr da sein werden, um die Erinnerung wachzuhalten. Spätestens dann wird diese Aufgabe auf die nachfolgenden Generationen übergehen.